Oha, muss ich mich ja sogar entmuten. Couscous geht raus für 48 Monate. Heftig. Heftig, heftig. Ach, ich liebe die Musik, ne? Ich liebe das. Huh. So, unsere Hübsche. Aber wir spielen mit dem Boy, soweit ich weiß. Spielen mit unserem Boy weiter. Na, Croxy Bronxy. Boah, es ist so kalt. Ich bin so froh, dass ich meinen Hoodie angezogen habe, ne? Eieieiei. Achso. Muss ich hier was anklicken? Nö, war. Ab zu Leon. So. Genau, hier waren wir nämlich zuletzt gewesen. Warte mal, unsere Aufgabe war: Ausrüstung holen, Lager durchsuchen. Gut. Schauen wir doch mal ein bisschen rum. Horst ist schon weg. Die Strafpredigt, die Berger ihnen gestern wegen mangelnder Fortschritte bei der Suche nach den Goruns gehalten hat, hat ihm wohl zugesetzt. Wie der guckt, ne? Der guckt so richtig komisch einfach. Aber ich mag die Hosen irgendwie. Faust. Okay. Goethes Faust. Einer von Junthers noblen Freunden. Ich glaube, er hieß Murnau. Hat das vor etwa 10 Jahren verfilmt. Soweit ich weiß, ist der arme Mann schon tot. Jetzt haben wir nichts hier, ne? Sauers Roman. Sauers Doktorarbeit. Soweit ich weiß, arbeitet er nur für die braunen Schatten, weil sie die einzigen sind, die seine Forschung finanzieren wollen. Was für eine Verschwendung. Das ist so richtig. Ich könnte mich waschen. So viele Bücher. Typisch Horst, Anthropologiewälzer über die Grenzen der bekannten Welt hinaus mitzuschleppen. Der Vormarsch der Wissenschaft kennt bei ihm keine Grenzen. Ich mache mir mal sauber. Bei einem Waschbecken. So. Nase geputzt. Haare gestutzt. Ne, Quatsch. Ich könnte hier rausgehen. Ich will aber noch gucken. Warte mal. Was können wir das mitnehmen, oder was? Kann ich nur eins mitnehmen oder muss ich anders mitnehmen? Was haben wir denn hier? Moment. Ich bin so froh, dass Junta sie mir geliehen hat. Hinter Bergers Rücken konnte ich wundervolle Bilder machen. Kamera. 1937. Ist ja. Ach, lesen. Mehr kann ich hier nicht. Achso, hier. Die Kraft der Jugend für die Welt. Zeichenblock sieht schon ein bisschen cool aus, ne? Edelweiß. Ah ja. Ist quasi wie ein Tagebuch, würde ich mal. Ich hoffe, ich behaupten. Komme heute zum Zeichnen. Aber bei dem Druck, den Berger derzeit ausübt, bezweifle ich das. Die Briefe, die ich von Dana bekommen habe, bevor die Expedition Kanta verließ. Es ist hart, fernab der Zivilisation keine Nachrichten empfangen oder schicken zu können. Gut, hab ich denn. Ich hab alles noch. Warte mal hier. Keine Chance, dass ich mich ohne die in die Berge wage. Das ist richtig. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Geht's weiter nach rechts? Nö. Dann würde ich. Was ist denn das hier? Hart. Was? Hardtack oder was? Ich würde auf jeden Fall. Ich sollte die ganze Ausrüstung zusammentragen, bevor ich die Tasche mitnehme. Na gut, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit. Ich muss daran denken, sie aufzufüllen, bevor ich das Lager verlasse. Denke ich dran. Diese Kekse können nicht mit Gustavs Küche mithalten, aber sie machen zumindest satt. Na, eine Keksdose. Nice. Schuhe können wir nicht anziehen. Ich muss noch meine Flasche füllen. Moment. Ich war noch nicht so weit. Ich muss mich beeilen. Wissen Sie, wie spät es ist? Zeit zum Aufbruch? Es reicht! Ihnen ist wohl völlig egal, ob wir die Goruns finden, was?
Lassen Sie sich gesagt sein, Kobates. Ihre Einstellung ist inakzeptabel. Es wird gerade erst hell, verdammt. Das juckt mich nicht. Alle sind schon bereit, außer Ihnen. Also schaffen Sie Ihren Hinternfluss aufwärts und helfen Sie Sauer bei seiner Forschung. Dieser Idiot hat sich bestimmt schon wieder verlaufen. Jawohl, Herr Berger. Ah, kann das doch noch rumlaufen. Coolio. Armes Tier. Berger ist ja völlig übergeschnappt bei der Suche nach seinem sogenannten fürchterlichen Schneemenschen. Hä? Ach, Lulz, ich hab... wow. Ich hab das gar nicht mitgekriegt. Ich so, hä, wo kommt der? Wo kommt jetzt der Sound her? Couscous geht raus in 6 Monaten. Oha, also bist du schon ein halbes Jahr? Oha. Heftig. Heftig, heftig. Ich hab das gar nicht geschnallt. Ich war etwas verwirrt. So, lauf mal, Leon. Ach, da können wir auch reingehen. Achso, warte mal ganz kurz. Ich wollte ja noch die Dings auffüllen, ne? Kann ich das denn jetzt machen? Yes. Schon ein halbes Jahr trickst du mich. Ach, schade, jetzt kann ich hier gar nicht... Kann ich gar nicht mit interagieren. Gut, mit dem rede ich gleich. Hier liegt eine Pistole. Der Berg ist gefährlich und wir sind auf das Schlimmste vorbereitet. Ich hoffe nur, das ist nicht nötig. Ja, ich hoffe, du hast noch ein bisschen Zeit, heute zuzugucken, Dini. Ist nämlich ein sehr, sehr nices Game. Dieser Gorun ist alles andere als niedlich. Gut, dass sie ihn noch nicht gefunden haben. Okay, das sieht aus. Das hat ja ein bisschen was von einem Yeti, ne? So dezent. Eine anatomische Zeichnung des sagenhaften Gorun. Gertrud. Kann nicht leicht für Bauer gewesen sein, seine Tochter so kurz nach ihrer Geburt zu verlassen. Kann nicht leicht für halt. Bauer... Oh. Bauers Tochter. Manchmal vergesse ich, dass ich nicht der Einzige bin, der geliebte Menschen jenseits der Berge zurückgelassen hat. Diese Medaille muss Bauer gehören. Er hat sie wohl hier vergessen, als er gestern Nacht ins Bett ging. Für Cousin-Anhänger. Wie süß. Die habe ich anders. Da können wir auch reingehen. Warte kurz. Zurück. Mal umdrehen, Leon. Ah ja, hier. Einmal bitte meine Flasche auffüllen. Nium. Nium. Los. Einmal rum. Ach, komm schon. Trinkflasche. Damit bin ich unterwegs gut versorgt, solange ich Sauer suche. Weiß ja nicht, ob wir ihn auch verlieren können. Niemand hier. Bauer und Jäger sind wohl bereits auf der Suche nach dem Gorun. Kotom. Okay, mal ein bisschen umgucken, vielleicht finden wir einen. Sonst habe ich jetzt nur viele Unterlagen mit 1937 gefunden. Das war's aber auch. Jäger und Bauer sind die letzten Abende mit dem Alkohol etwas arg großzügig umgegangen. Die Truppenmoral ist auf dem Tiefpunkt. Warte mal, ich probiere das mal einfach so random. Ich mache mal hier 1937. Natürlich nicht. Hätte mich auch gewundert. Okay, muss ich mal draußen gucken. Ob wir nicht noch was anderes finden.
Ich hoffe, Sie haben nicht vor, mein Zelt zu betreten, Kobates. Doch, hatte ich eigentlich vor. Schön, dass Sie fragen. Ich glaube, wir reden gleich mal mit dem. Schon ein bisschen nice hier, muss ich sagen. Oh. Ja, nein, vielleicht. Ich denke, ich bleibe einfach hier. Ja, ich will nämlich noch mit dem reden, tatsächlich. Gut, aber da geht's dann weiter. Alles klärchen. So, reden wir mal mit dem Boy hier. Wo in aller Welt kann sich das verfluchte Vieh verstecken? Sie sollten flussaufwärts gehen und Sauer suchen. Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin? Wo in aller Welt kann sich das verfluchte Vieh verstecken? Ist das eine Zahl? Ist hier eine 15? Ich weiß halt nicht, ob ich den Code hier im Lager finde oder ob wir dafür weitergehen müssen, ne? Armes Tier. Berger ist ja völlig übergeschnappt bei der Suche nach seinem sogenannten fürchterlichen Schneemenschen. Ich gehe mal nochmal hier rein zu den Büchern. Hier war die neue. So viele Bücher. Typisch Horst, Anthropologiewälzer über die Grenzen der bekannten Welt hinaus mitzuschleppen. Der Vormarsch der Wissenschaft kennt bei ihm keine Grenzen. Hier war nichts, oder? Hier in seinem Dingsbuch hier. So, die Reisen. Mal. 37. Ich guck gerade, ob hier irgendwie vielleicht. Das ist aber alles von 1937, einfach nur da, glaube ich. Unser Pibi hat er aber gar nicht geschrieben in der Zeit, ne? Die Briefe, die ich von Dana bekommen habe, bevor die Expedition Kanta verließ. Es ist hart, fernab der Zivilisation keine Nachrichten empfangen oder schicken zu können. Okay, warte mal, ich gehe nochmal hier hin. So viele Bücher. Typisch Horst, Anthropologiewälzer über die Grenzen der bekannten Welt hinaus mitzuschleppen. Der Vormarsch der Wissenschaft kennt bei ihm keine Grenzen. Ist auch kein Hinweis hier vielleicht. Horst ist schon weg. Die Strafpredigt, die Berger ihnen gestern wegen mangelnder Fortschritte bei der Suche nach den Goruns gehalten hat, hat ihm wohl zugesetzt. Der Typ sagt uns ja auch nichts, Namen. Ach, welche Möglichkeiten habe ich noch? Ja, das überlege ich halt auch. Was hat Z gemacht? Endlich Lania gezählt. Ich denke mir auch halt, entweder gehe ich weiter und ich finde halt da Informationen. Jäger und Bauer sind die letzten Abende mit dem Alkohol etwas mehr großzügig umgegangen. Die Truppenmoral ist auf dem Tiefpunkt. Ich glaube, wir müssen echt weitergehen.
glaube. Aber hier ist ja nur. Hier war nichts mehr, oder? So ein Dings. Was ich mal machen kann. Ich sollte Horst einholen, indem ich der Straße und dem Fluss entlang folge. Also auch da wird mir gesagt, ich soll weitergehen. Dann glaube ich, gehe ich auch einfach weiter. Dann machen wir das mal. Vielleicht finden wir den Code echt noch. Machen wir mal. Wir laufen mal. Let's go. Wobei, warte mal kurz. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich denke, ich bleibe einfach hier. Warte mal. Wir haben eine Sache. Mit Code. Warte mal. Schau mal. Wir haben doch hier Dings. Also 1937 ging ja nicht. Ich könnte höchstens mal Dings probieren. Weil das ist doch die Tochter von dem. 4.8. könnte ich mal probieren. Das Einzige, was mir noch eine Zahl gibt. Ich probiere das noch und wenn das auch nicht klappt, dann gehe ich. Ja, 1937 hatte ich ja schon probiert. Das hat ja nicht geklappt. Ach Quatsch, falsch Zelt. Moment. Andere Zelt. Warte. Hier müssen wir hin. Wenn es jetzt auch nicht geht, dann gehe ich den Fluss weiter. 4.8. habe ich jetzt gesagt, ne? Pock. Wie smart. So ein Ding ist das. Okay. Mieser Kleiner. Cool. Lesen kann ich nix. Sehr geehrter Herr Höss, ich verstehe die Verärgerung der braunen Schatten im Falle eines Scheiterns der Expedition vollkommen. Andererseits möchte ich Sie bitten, dies nicht Herrn Berger und uns anderen Wissenschaftlern vorzuwerfen. Wenn jemand schuld daran ist, dann Leon Kubatus. Sein Mangel an Einsatzbereitschaft ist im Verlauf der Expedition immer deutlicher geworden. Es würde mich tatsächlich nicht überraschen, wenn es von Anfang an seine Intention gewesen wäre, uns zu sabotieren. Wow, ist das ein Arsch. Wow. Alles tipptopp. Typisch Bauer. Wow. Du kleines Stück Dreck. Gibt es wohl nichts mehr zu tun. So, jetzt. Ich sollte das Lager verlassen. Aber das kriegen sie zurück, Bauer. Jetzt können wir gehen. Gut, dass mir das noch eingefallen ist. Jetzt hätte ich mich ein bisschen geärgert. So, jetzt können wir gehen. Aus dem Lager hinaus in die Welt. Dem Fluss entlang. Let's go. Los. Ich sollte los. Voll schön hier. Der Herbst ist da. Wir sollten den Berg bald verlassen, sonst überleben wir das nicht. Schon schön hier. Ich höre irgendwie Mäuse oder so. Ist jemand da? Hallo? Kann ich hier lang gehen? Ne, aber da lang. Offenbar hat da jemand seine Sachen liegen lassen. Das sehe ich mir an. Okay, okay. Hier muss einer von uns gewesen sein. Für eine Rast vielleicht? Da muss ja jemand recht eilig verschwunden sein, wenn er das zurückgelassen hat. Mitten in der Wildnis eine Lesepause einlegen. Das wäre typisch Sauer,
Einer der Wissenschaftler muss hier Rast gemacht haben. Wahrscheinlich sauer. Aber weshalb ist er so eilig aufgebrochen, dass er all seine Sachen zurückgelassen hat? Ich sehe mich besser mal genauer um. Was in aller Welt ist das? Ich glaube, das ist unser... Ich bin sauer wegen dieses Zeichens hier halt gemacht. Ich gehe besser los und suche ihn, um zu klären, was los ist. Unser Yeti-Freund wahrscheinlich, ja? Was in Gottes Namen ist das? Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Sauer? Was in aller Welt? Psst! Schauen Sie da! Ist das ein... Ja, ein Goon! Es ist ein Goon! Ich hörte seinen Schrei, als ich mich am Wegrand ausruhte. Schnell, wir müssen die anderen holen! Gehen Sie, er scheint verletzt. Ich bleibe hier und versuche, ihn zu erreichen, sonst kriegt ihn die Strömung. Gut, Leon. Aber verlieren Sie ihn nicht! In Ordnung, Kleiner. Nicht bewegen. Ich komme zu dir. Okay. Es gibt, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten. Der Baumstamm ist nicht sehr dick. Glaub nicht, dass wir den benutzen können. Ich denke nicht, dass der uns trägt, ehrlich gesagt. Die Strömung ist zu stark zum Schwimmen. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, hätten wir hier noch eine Möglichkeit, aber das ist noch gefährlicher. Der Fluss hat alle möglichen Trümmer angeschwemmt. Aber wenn ich nicht gerade ein Floß bauen will, kann ich die nicht gebrauchen.